Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Diablo 4 von und mit Mr. Nandos, dem Let's Play Opa. Hallöchen auch, da bin ich wieder. Und weiter geht's. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns da so ein bisschen durch dieses komische Dungeon-Gedönse da gekämpft, durch den Untergrund. Bis zu diesem bestimmten Punkt, wo ich dann sagte, irgendwie so, hier steige ich aus. Ich steige oder bin auch ausgestiegen, jetzt nicht nur, weil das sich so ewig hingezogen hat, sondern ich muss leider da noch mal drauf rumreiten, weil ich das so gerne tue. Ja, man kann halt hier nicht frei speichern. Wenn ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, im Dungeon zu speichern, dann sagen können, na gut, ich mache jetzt da erstmal ein Päuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann steigen wir da wieder ein und dann machen wir da weiter. Dann wäre das gar kein Thema gewesen, dann würden wir uns da jetzt lustig weiter verdingen, irgendwie gucken, was wir da machen können. Aber ich müsste jetzt quasi da wieder hin, müsste mich wieder genauso durch die Gegend schnetzeln wie vorher wahrscheinlich auch. Wieder 10.000 Monsterscharen erschlagen, bis ich dann diesen Punkt bin, den wir in der letzten Folge erreicht hatten, um dann da irgendwie weiterzumachen. Und nein. Schlicht und ergreifend, nein. Mach ich nicht mit. So, der gute Ronald, hier mal so ein bisschen größer zu sehen. Der hat jetzt so eine nette Nase. Man sieht es hier so ein bisschen. Ich kann ja vielleicht einfach mal des Geckes wegen. Ich guck mal, kann ich da Optionen? Spielt so. Ich lasse das mal. Ich komme da, glaube ich, so nicht rein. Egal, wir sehen es ja auch so ein bisschen, dass man den nicht drehen kann. Ich kann den ja so ein bisschen rumtricksen. Dann kriegt man den so halbwegs von vorne zu sehen. Aber auch nicht so wirklich. Es geht. Man kann so ein bisschen erahnen, wie er aussieht. Ja. Man kann es etwas erahnen. Und auch nur in dieser relativ nahen Einstellung, in der normalen Spieleinstellung, sieht es dann schon wieder noch ganz anders aus. Ja. Okay. Aber ich will ja hier nicht über Outfits sprechen, da kommen wir später mal irgendwann zu. Sehr viel später. Sondern wir haben hier Dinge zu tun und haben wir überhaupt Dinge zu tun? Das ist die Frage aller Fragen, weil ich sehe hier im Augenblick wohl keine aktiven Nebenquests und ja, ich will es auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession nochmal versuchen, hier mit besagten Mütterlein und mich hier da nochmal stellen. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich höre mich selber ein bisschen komisch. Es hört sich irgendwie für mich seltsam an. Ich muss mal ganz kurz. Nö, aber einstellungstechnisch ist ja alles klar. Ich hoffe, das kommt auch in der Aufnahme so an, wie es ankommen soll. Und ich habe da nicht irgendwie hinter irgendwelche ungewollten Probleme. Wie so Richtung Aufnahmeprogramm gucke, da ist alles in Ordnung. So tonmäßig. Ja, ich bin da guter Dinge. Computer sagt nein. Okay. Genug umgespielt. Ja, also wie gesagt, lieb Mütterlein steht für diese Aufnahmesession auf dem Programm. Ob es in dieser Folge schon passieren wird, kann ich nicht versprechen. Aber irgendeine von diesen 6 Folgen, die da euch jetzt von mir präsentiert werden in dieser Woche, in irgendeiner von denen werde ich es nochmal versuchen. So. Also hier sehe ich jetzt erstmal soweit nichts an weiteren Nebenquests. Und dann würde ich versuchen wollen, mal ganz kurz, Moment, ich bin ganz kurz wieder zurück. Wo bin ich da? Bin ich das irgendwas? Pferde kann man hier gar nicht kaufen. Ne? Das geht irgendwie nur in diesen komischen Shop von Diablo. Hier kann ich mich nur hinsetzen. Und kann mir das Hotte Hüde angucken. Mehr geht hier nicht. Warum der Laden dann hier überhaupt existiert. Muss irgendwelche Gründe haben, die sich für einen auftun, der dann wirklich ein Pferd besitzt. Ich weiß, man kann hier bei dem Schmied in Keuchung-Dings da, ne, der Hauptstadt da, wo wir schon das Öffnen sind, kann man durch eine Aufgabe, die man übernimmt, ein Pferd bekommen durch diese Aufgabe, wenn man die dann halt erfolgreich abschließt. Man muss aber zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie da sein und dann hat man diese einmalige Chance,
dieses Pferd dann hier innerhalb des Spiels zu bekommen. Wenn man das irgendwie verpasst, hat man Pech gehabt. Dann habe ich eben Pech gehabt. Dann ist das eben so. So, wir haben hier eine Wache, mit der wir interagieren können. Das machen wir. Die verdammten Banditen reißen uns in Stücke. Ich kann da nicht mehr raus. Nein. Ich auch nicht, deswegen bleibe ich hier. Sagt einfach meiner Frau, dass ich eure Schicht übernommen habe. Huch. Ihr werdet sterben. Und sie wird mich töten. Ja. Ja, okay. Nett von ihm, dass er dann die Schicht übernehmen will für sie. Aber. Ne? Da ist was dran. So, also, ne, dass sie ihn dann töten. Also, ja. Ihr habt's ja gehört. Gut. Da liegt noch jemand rum. Warum liegt die Person da rum? Warum kann man sich nicht dieser Person nicht annehmen und sie ordentlich bestatten? Hm, was ist das hier für eine komische Gegend? Geh mal dahin. Jo, will ich? Will ich? Und ich schau mal, ob ich hier Dinge loswerden muss oder möchte oder wie auch immer. So einiges. Das ist ein seltener Kopfschutz. Den sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt zerlegen. Auch hier, das ist selten. Das ist auch selten. Die sind alle selten. Okay, so langsam geht es in diese Richtung los, dass sich das so da so Richtung, gerne in dieser Richtung so weiterentwickelt. Dann Armbrust. Im Vergleich, das ist aber ein seltener Bogen. Das wäre. Oh, das ist eine seltene Arm. Moment. Ich wechsle das mal. Ich probiere das einfach mal bei Gelegenheit aus, wenn ich dazu kommen sollte. Die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Die kann weg. Das auch. Das würde ich auch aufgeben wollen. Oh, ein verfaulender Stich. Plus 50. Und soppelbar. Und ist auch selten. Okay. Dann haben wir den. Seltener Dolch. Moment. Ah, okay, alles klar. Dann haben wir den ausgewechselt. Dieses Ding hier kann weg. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Das ist uninteressant. Dinge weiß ich noch nicht. Okay. Dann einmal kurz zum Schmied. Und das, ich meine, das wäre hier dieser Schmied, mit dem man dann hier entsprechend interagieren kann. Was darf es sein? Der aber keine Aufträge hat für mich, also oder nicht mehr hat, je nachdem. Ne? Und da hätte man hier halt die Möglichkeit, eventuell ein Pferd zu bekommen. Okay. Dann habe ich das erst einmal. Irgendwelche Questgegenstände existieren nicht mehr. Das ist cool. Dann gehe ich mal kurz nochmal hier rein und sortiere den ganzen Schrumsbums. Und spazieren wir nochmal kurz zu meiner Truhe. Sorry, aber was sein muss, muss sein. Und dann schauen wir mal, was die Gegend hier noch so zu bieten hat. Ich denke, das wird so einiges sein. So. Oha, die ist voll. Ah, Moment, Augenblick. Oha. Das könnte man nehmen. Das könnte man nehmen. Und alles weg. Das kann alles weg. Das auch. So. Ja, gut, plus 3, aber ehrlich gesagt, ja, das sind magische Stiefel. Was ist hiermit? Plus 5.
Weiß nicht. Haben die? Nur 7 haben halt etwas weniger Rüstung, aber ich denke mal. Das wäre eventuell ein Wechselargument. Plus 1 maximale Aufladung von Entrinnen. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit plus 4%. Widerstand gegen Blitz und Willenskraft bietet das Dingen. Widerstand Schatten. Ja gut, ist natürlich jetzt eine andere Geschichte, aber wäre zu überlegen. Wechsel die mal. Moment. Pack die aber hier mal rein. Ich hau die noch nicht weg. Auch wenn die jetzt nicht so gut sind, aber man weiß es nicht, ne? Ja, die ist uninteressant, das ist uninteressant. Das ist eine seltene Waffe, ja, aber die ist so low im Vergleich zu der anderen Geschichte, die ich so mit mir rumschleppe, dass ich sagen kann, komm. Ja, machen wir auch mal weg. Ich glaube auch hier. Das ansehe. Ja, ich halte es erstmal fest. Das Ding. Man ist ja immer so hin und her gerissen. Würde ich Bögen können weg. Das ist etwas, was ich nicht verwenden kann, ne? Wo ist das hier drin? Kann weg damit. Dito. Oh, es geht nicht mehr weiter. Okay. Dann würde ich sagen, das sortieren wir. Plus 2 Leben beim Töten eines Gegners. Aber vom Rüstungswert her eigentlich unterste Schublade hier. Ja, aber sockelbar. Das gleiche hier. Schwierig. Was war das mit den Dornen? Das, ja, ich weiß nicht. Ich würde erstmal hier die Sachen einlagern wollen. Das mache ich dann auch später. Ich halte erstmal fest. Ja, mir egal. Die seltenen Sachen packe ich hier erstmal rein. Soweit wie es geht. Und ich habe hier noch irgendwas Magisches. Rostiger Ring, 180 Gegenstandsmaß, bla bla. Der ist sockelbar. So. Einmal sortieren. Und dann ist das hier alles. Verwertbar, schlicht und ergreifend, weg damit. So. Immer die Geschichte. Eine gute Ausbeute. Jo. Da haben wir jetzt hier auch so einen trüben Kristall bekommen, hier für dieses seltene Gedingse. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Ja, gerne. So. Und jetzt ab ins Getümmel. Huch. Noch kurz verklickt. Schon macht er irgendwelche Dinge. Wo ist hier der Ausgang? Nur Ausgang. Oha. Da hast du eine Nebenquest? Blick in den Wahr. Oh, Stufe 27 plus. Da bin ich, glaube ich,
mit 25 so ein bisschen überfordert, befürchte ich. Wo sind jetzt hier da? Halbwegs auf dem richtigen Weg. Verlauf mich hier jedes Mal. Ne? Das ist einfach nicht wahr. So. Nicht richtig. Mein Gut, der Ort ist etwas größer, aber jetzt so groß auch nicht. So, nachdem wir jetzt also die Hauptzeit irgendwie mit anderen Dingen verbraten haben, würde ich mich ganz gerne hier wieder nach Orten umsehen, wo wir noch nicht so wirklich waren. Beispielsweise da oben. Ja, da möchte ich noch eine Ecke weiter spazieren, bevor ich mich dann nach oben begebe. Ich glaube, das sieht ja einigermaßen gut aus. Wo bin ich denn jetzt hier? Nein. Wollte ich jetzt nicht in irgendwelchen Katakomben oder so rein? Dann bin ich glücklich gerade erstmal raus. So. Oh, hallo Freunde. Na, wie geht's denn so? Alles frisch? Ja. Das war's mit dem Ghoul. Ich muss wieder gucken, dass ich hier die richtigen Funktionen auch nutze. Und dann würde ich mich hier so links so ein bisschen orientieren wollen. Oh. Ja dann. Ran. Ich brauche mehr Zeit. Ah, jetzt. Okay, geht. Kaum noch Energie. Ja, alles gut. Ich bin immer noch Freund hier von dieser neuen, in Anführungsstrichen neuen, Kampffähigkeit. Auch wenn diese ja etwas energiehungrig ist. Oh. Eigentlich. Sehr gut. Haben wir das. So. Jetzt betreten wir ein neues Gebiet. Oh, also ne, Dinge, die ich bis jetzt noch nicht besucht habe. Ich brauche mehr Energie. Ich bin noch nicht bereit. Da hatte ich jetzt ein bisschen zu schnell getrunken, glaube ich. So. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Oha. Ich habe keine Energie. Ich habe kaum noch Energie. Okay. Haben wir. Unser guter Ronald. Ronald heißt der immer noch. Ich habe ihn ein paar Mal vertan. In anderen Folgen kann das sein mit den Namen. Egal. Hat sich jetzt hier was Neues entdeckt. Und Erfahrungspunkte sammeln können. Ja, hat kaum Energie, ich weiß. Es ist ein ewiges Leiden mit ihm. Er ist sehr energiearm. Leider. Das ist, hoffe ich, eine
Coole Truhe ist es auch. Sehr schön. Nett, nett, nett. Irgendwas höre ich. Ah. Dann war's das. So. Das wäre jener gewesen. Huch. Ich habe keine Energie mehr. Also so ganz klammheimlich von hinten, da bin ich jetzt aber ein bisschen stinkig. Okay. Oh, da ist ein Busch. Da ist was im Busch. Den nehme ich mit. Also nicht den Busch, aber die Bären, die nehme ich gerne mit. Ich habe nicht genug Energie. Ja. Mach du mal. Da geht's bergab. Da würde ich ganz gerne mal mein Näschen reinstecken. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sollte ich aber tun. Ich gucke mir aber erst noch ein bisschen hier so um. Da sind die nächsten Fans. Er wieder hier mit seinem... mit seiner Riesenaxt. Ja, ich brauche mehr Energie. So. Machen wir das auch mal. Okay, das war das. Ja, oh, was ist da? Behälter. Den nehme ich gerne mit. Den nehme ich auch gerne mit. Ich habe keine Energie mehr. Mal so ein bisschen Heilung. Das wäre ganz gut. Nein, jetzt. Ah, verdammt. Weg. Nur für Klicks hier, ne? Vorbei. Mai. Cool, ja, das waren die Kollegen. Noch was? Ah, okay. Weiter nichts Wichtiges. Ein loser Stein, den nehme ich auch gerne mit. Wo war jetzt? Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Mann. Sind aber auch nervig. So, da geht's rauf. Ich würde sagen, wir gucken uns da mal in den im Untergrund ein bisschen um. Und wir interagieren hier mal so ein bisschen.